beim Franconian Food Truck Roundup. Nürnberg sind wir mittlerweile so die heimliche Foodtruck-Hauptstadt Deutschlands neben Berlin und haben wir gesagt, wir wollen uns alle mal zusammen treffen. Das bedeutet ganz viele Foodtrucks, ganz viel Essen. Was für Foodtrucks haben wir denn? Ja, ganz viele. Ja, zeig sie mal. 19 Stück. Also wir haben hier drüben zum Beispiel Burrito Bandito. Ja, dann laufen wir mal die Runde und ihr kommt mit. Viel Spaß. Yay. Guten Appetit. Stadt Nummer 2, Red Flag Barbecue. Hallo. Hallo Wurstdurst. Hallo. Ich kenne das sonst immer nur von ziemlich spät in der Nacht oder früh am Morgen. Ich habe tagsüber noch nie gesehen und auch nicht gegessen. Was für die Gelegenheit. Dankeschön. So, nach der Wurst habe ich jetzt Durst. Wir müssen in die Kickfabrik. Das Gastgeber hier mit Getränken vertreten, die Kickfabrik. Patrick und Team, und die machen auch immer einen sehr guten Job und unterstützen uns da auch immer als Gastgeber für sich. Mucho Gusto ist der nächste Foodtruck, den wir testen müssen. Ich glaube, ich habe schon ungefähr die Hälfte durch und ich bin schon ein bisschen voll, aber, ne? Kannst du ein bisschen probieren? Hallo, grüße. Eva aus Salzburg. Es ist der einzig österreichische originale Foodtruck, den es gibt in Österreich. Bitte schön. Super, danke schön. Mucho Gusto. Ich wünsche mir immer, wenn ich im Stau stehe, dass so eine Gruppe Foodtrucks vorbeifährt. Ja, und dann mal so richtig so das Fenster durch. Ja. Wäre schön. Sag mal, hier sind lauter Foodtrucks, die dicke Motoren unter der Haube haben und du hast nicht mal einen Antrieb, du hast eine Pferdekutsche. Ja, die Pferde sind gerade zum Essen. Hier gibt es Thüringer Bratwurst. Jetzt sind wir hier bei Ribwich beim Neo. So heißt nämlich der Foodtruck, mit dem alles begann hier bei uns in Nürnberg. Danke. Was alles ist super hier. Ja. Es ist quasi mein Traum, weil ich mag ja Essen und ich mag Autos. Und Essen aus Autos raus, das sind noch besser. Das ist schön. Es macht gut, es macht das Wetter ein bisschen. Ja, also Hackwerk, ne, ich habe einen Schirm. Ja, dafür bist du ja bekannt. Nächster Halt, Guerilla Gröschel. Und da gibt es heute Burger. Dankeschön. Oh, guck mal. Ich habe gehört, ihr esst euch auch einmal durch? Ja, nein. Der ist super. Da ist da wirklich Schäuferle auf dem Brötchen drauf? Schmeckt, ist es auch? Hier richtig dran geschäuferle. Dankeschön. Ihr seid ja verrückt. Und die Kruste kracht auch noch. Hammer. Haben wir lang gedoktert, ne? Sehr gute Idee, ich danke dir sehr. Also, weiter geht's, wir haben noch keine Zeit. Jetzt sind wir bei der Donut Factory angekommen. Endlich mal was Süßes zwischendurch, weil das war ja doch alles ganz schön deftig und heiß, auch feurig. Hallo Donut Factory! Oh, die sehen aber alle sehr hübsch aus. Dankeschön! Vielen Dank! Ich werde voller und voller, aber hilft ja nichts. Wir müssen ja alles durchprobieren. Hallo Pete, bist du der Pete? Dankeschön! Servus, bist du der Fischmann hier? Freunde, muss ich dann oder was? Na, eben nicht, weil ich so voll bin. Wenn wir dann Miet haben oder was? Kannst doch kein da essen. Allmächt, schmeißt denn jeden Dosenfisch weg? Wir fangen im Ostatlantik. Fanggebiet etwa 207. Da soll ich die füttern, oder? Ja. Das merke ich schon, das mache ich am liebsten. Wer High Quality, Baby. Danke, Norbert. Danke euch auch. Also ich habe gehört, Fische müssen schwimmen und darum nächste halt Cocktailbar. Oh, vorzüglich. Hallo Swagman. Hallo. Hi. Dankeschön. Enjoy. Auch beim allerkleinsten der Foodtrucks machen wir natürlich einen kleinen Stopp. Hier, Fortezza, Kaffee gibt's hier. Und weil ich keinen Kaffee trinke, sondern nur Spezi, kriegt die Sonja den Kaffee. Und ich mal Spezi. Aber schmeckt ja denn guter Kaffee? Sehr gut. Prost. Kräffi oder Kräffi? Kräffi. Kräffi. Oder ist es Kräffi oder Kräffi? Also ich bevorzuge Kräffi. Ich? Bitte schön. Dankeschön. Lecker, aber heiß. Heiß. Ha. Hallo, Onkel Jo. Servus. Wir brauchen eine Nachspeise nach dem Crepe und nach all den Foodtrucks, die wir abgeklappert haben. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, das war das Franconian Foodtruck Roundup. Und jetzt steht hier noch das Nürnberger Bratwurst-Döslein. Das haben wir leider nicht mehr geschafft, aber ich kann wirklich auch beim besten Willen nichts mehr essen. Klaus,
Ja. Was los? Ich kann immer. Und die einzige Frage, die mir heute noch bleibt, ist, wer von den Tagzeiten geht jetzt nach Hause? Das ist die Frei aus. Halt!